Das ist klassisch. Eine Folge von Monologen und Aphorismen von Johannesstreu, ausgewählt und zusammengestellt von Oscar de Leglise. Ich warte jetzt nur, bis ich ein Jüngling bin. Dann gehe ich in die Welt und das ist gescheiter als in die Schule. Die Welt ist die wahre Schule, denn da lernt man alles von selbst. In der Schule, da muss man die Lektionen aufsagen, sonst ist man dumm. Wenn man aber in der Welt eine tüchtige Lektion kriegt, so muss man still sein und gar nichts dergleichen tun. Dann ist man gescheit. In der Schule wird man alle Tag verlesen, in der Welt, wenn man da einmal verlesen ist, so ist es genug auf ewige Zeiten. In der Schule muss man ruhig sein. In der Welt ist es just gut, wenn man recht viel Lärm macht. In der Schule haben sie extra eine Eselbank. In der Welt sind die Eseln auf allen Plätzen zerstreut. Darum herrscht auch nur in der Schule diese Indiskretion, dass sie dann sagen können, Marsch auf die Eselbank. In der Welt, wenn ich da in ein Gasthaus oder in ein Kaffeehaus gehen werde, riskiere ich das nicht. Oder wenn ich in ein Theater gehe, da kann kein Sitzaufsperrer zu mir sagen, ich bitte, Sie sind ein Esel, Sie gehören auf diese Bank. Das geht nicht. Der Mensch ist das Wesen, welches die oberste Stufe in der sichtbaren Schöpfung einnimmt, welches sich sogar für das Ebenbild Gottes ausgibt, worüber sich jedoch Gott nicht sehr geschmeichelt fühlen dürfte. Der Mensch ist ein Säugetier, denn er saugt sehr viel Flüssigkeiten in sich, das Männchen Bier und Wein, das Weibchen Kaffee. Der Mensch ist aber auch ein Fisch, denn er tut Unglaubliches mit kaltem Blut und hat auch Schuppen, die ihm zwar plötzlich, aber doch gewöhnlich zu spät vor die Augen fallen. Der Mensch ist ferner auch ein Wurm, denn er krümmt sich häufig im Staube und kommt auf diese Art vorwärts. Der Mensch ist nicht minder ein Amphibium, welches auf dem Land und im Wasser lebt, denn mancher, der schon recht im Wasser ist, zieht noch ganz nobel aufs Land hinaus. Der Mensch ist endlich auch ein Federvieh. Denn gar mancher zeigt, wie er eine Feder in die Hand nimmt, was er für ein Viech ist. Und ich finde es Überfluss, dass wir von den Tieren was nachmachen, wir sollen es lieber verheimlichen, dass wir zu den Säugetieren gehören. Wir haben ohne dem so wenig Unterscheidung, sag, na ja, was denn, die Vernunft, na, die ist nicht allgemein genug. Und wie viele gibt's, die mit einem bisschen gescheiten Binsch sich gar messen dürfen? Die Sprache, mancher zeigt gerade durch das, was er redet, was er für ein Viech ist. Die Gesichtsbildung, von der will ich schon gar nicht reden. Denn seit der Collier Greg-Mode ist es erst recht verraten worden, dass unsere Vorötern in die Kokos- und Kaktuswälder von einem Baum zum anderen gehupft sind. Ich finde nur ein Hauptmerkmal der Menschheit und das ist der Wadel. In der ganzen Naturgeschichte gibt es kein Viech, was ein Wadel hat. Und wie ist dieser Artikel gegenwärtig namentlich bei unserem Geschlechte herabgekommen? Wer Menschen kennt, der kennt auch die Vegetabilien, weil nur sehr wenige Menschen leben und viele unzählige, aber nur vegetieren. Wer in der Früh aufsteht, in die Kanzlei geht, noch essen geht, noch Präferenzeln geht und noch schlafen geht, der vegetiert. Und wer in der Früh ins Gewölb geht und noch auf die Maut geht und noch essen geht, noch wieder ins Gewölb geht, der vegetiert. Und wer in der Früh aufsteht, noch eine Roll durchgeht, noch auf Probe geht, noch essen geht, noch ins Kaffeehaus geht, noch ein Komödie spielen geht und wenn das alle Tag sofort geht, der vegetiert. Zum Leben gehört sich billig berechnet eine Million. Und das ist nicht genug. Auch ein geistiger Aufschwung gehört dazu. Und das findet man höchst selten beisammen.
Wenigstens, was ich von dem Millionär weiß, so führen fast alle aus millionärischer Gewinnvermehrungspassion ein so fades, trockenes Geschäftsleben, was kaum den blühenden Namen Vegetation verdient. Vor dem Handelsstand kriegt man erst den wahren Respekt, wenn man zwischen Handelsstand und Menschheit überhaupt eine Bilanz zieht. Schauen wir auf den Handelsstand, wie viel gibt's da Großhandlungen? Und schauen wir auf die Menschheit, wie wenig große Handlungen kommen da vor? Schauen wir auf den Handelsstand vorzüglich in der Stadt, diese Menge wunderschöne Handlungen. Und schauen wir auf die Menschheit, wie schütter sind da die wahrhaft schönen Handlungen angesehen? Und schauen wir auf den Handelsstand, diese vielen Galanteriehandlungen. Und schauen wir auf die Menschheit, wie handeln's da oft ohne alle Galanterie? Und jetzt, wenn wir erst die Handlungen der Menschheit mit Gas beleuchten wollt, ich frag, wie viele menschliche Handlungen halten denn eine Beleuchtung als wie eine Handlung am Stück im Eisenplatz aus? Kurzum, man mag Vergleiche anstellen, wie man will, der Handelsstand ist etwas Erhabenes. Wir haben einen hohen Standpunkt, wir von der Handlung, und ich glaube, bloß wegen dieser schwindelnden Höhe fallen so viel von der Handlung. Wenn die Geschäfte stocken, das Gewölbe leer ist und der Handel und Wandel beflissene bloß dasteht, ein paar Stanitzel macht und gedankenlos auf die Gassen hinausschaut, na, da ist ja leicht. Aber plötzlich tritt neues Leben ins Merkantilische. In 5 Minuten steht das ganze Böb voller Leid. Da wie 1,5 Lot Kaffee, da 1 um 2 Groschen Kappern, deren frischen Ei, deren gefeuerten Limoni. Da kommt ein zweites Wesen am Bärenzucker, da ein Kugelbär am Rosenöl. Da lispelt ein brustdefekter Jüngel, ein Zuckerkandel. Da schreit ein kräftiger Alter, ein Flaschl Sligowitz. Da will ein üppiges Wesen, ein Häusstichel, da ein Zauntüre, Fischspanner zu einem ausgeschnittenen Leibel haben. Da geht der Alte auf den Kass los und schreit, mir einen halben Viertel Schweizer. Da kommt der gemeine Dienstbote an Haring austauschen, den ihre noble Frau ins Gesicht geworfen hat, weil es kein Müschner war. In solchen Momenten muss der Kommis zeigen, was ein Kommis ist. Leute zusammenschreien lassen, so viel wie es wollen, und mit einer ruhigen, ans Unerträglichen grenzenden Gelassenheit eins nach dem anderen bedienen. Der Kommis hat auch Stunden, wo er sich auf ein Zuckerfass langt und in süße Träumereien versinkt. Da fällt es ihm dann wie ein 25 Pfund Gewicht aufs Herz, dass er von Jugend auf aufs Gewölb gefesselt war, wie ein Blassel an die Hitten. Wenn man nur aus unkompletten Makulaturbüchern etwas vom Weltleben weiß, wenn man den Sonnenaufgang nur vom Bodenfenster, die Abendröte nur von Erzählungen der Kundschaft kennt, da bleibt eine Leere im Inneren, die alle Ölfässer des Südens, alle Heringfässer des Nordens nicht ausfüllen. Eine Abgeschmacktheit, die alle Muskatblüt Indiens nicht würzen kann. Was kann der Mensch, dessen Leben nichts anderes als ein an seinem Geburtstag gefälltes auf unbestimmte Zeit sistiertes Todesurteil ist, gescheiters tun, als er lasst sich in resignierter Delinquentenmanier noch nach Möglichkeit gut geschehen mit einer Gustospeis? Na, der allgemeine gute Bissen aber für die Menschheit ist die Liebe. Wenn ein Mann nimmst bei ein bisserl an Bord hat, so steht das männlich schön. Wenn aber ein Bord nur nimmst bei ein bisserl an Mann hat, so steht das gespaßig. Und so ist es auch bei der Liebe. Sie soll wohl mit einem Anflug von Schwärmerei garniert sein, sich aber ja nicht strähnzwirnartig abhaspeln in endloser Schwärmerei. So ein trunkenes Paar Liebesleute verfolgt das Ziel, gerade wie zwei Rauschige, die einander nach Haus führen wollen. Mich hat ein Schwärmer von Profession versichert, das Reizendste ist das,
Wenn von zwei Liebenden eins früher stirbt und erscheint dem anderen als Geist. Ich kann mich in das hineindenken, wenn sie so da sitzt in einer Blumennacht am Gartenfenster, die Tränenperlen vom Mondstrahl überspiegelt und es wird hinter der Holerstaun immer weißer und weißer und das Weiße wäre ich gänzlich Geist, kein Stückel Körper, aber dennoch anstandshalber das Leintuch der Ewigkeit überm Kopf. Ich strecke die Arme nach ihr aus, zeiget nach oben, auf ein Stern Gottigkeit, dort wären wir vereinigt. Sie streift die irdischen Bande ab und wir verschweberten, verschmelzerten und verschwingerten uns ins Romeau-Blaue des Nachthimmels. Ach ja, das kann schon schön sein. Aber ich bin doch zu wenig Geist dazu, um den wahren Genuss herauszufinden und extra deswegen ein Geist werden. Da lässt sich der Zehnte nicht drauf ein. Es gibt nichts Romantischeres als eine ungebildete Geliebte. Wenn der Urwald der Unwissenheit noch durch keine Axt der Kultur gelichtet, die Prärie der Geistesflachheit noch durch keine Ansiedelung von Wissenschaft unterbrochen ist, wenn auf dem starren Felsen der Albernheit die Gedanken wie Starbeck herumhupfen und das Ganze von keiner augenblendenden Aufklärungssonne bestrahlt, sondern nur von dem Mondlicht der Liebe ein wenig bemagischt wird. Das wird doch, hoffe ich, unbändig romantisch sein. Es kann auch nichts Interessanteres als eine ungebildete Geliebte geben. Bei einer Gebildeten weiß man in kurzer Zeit akkurat, wie viel sie gelernt hat. Nachher wird's am Fad. Bei der Ungebildeten hingegen kann man gar nicht wissen, was sie vielleicht noch alles lernen kann. Da ist der Fantasie ein Marschfeld weiter Spielraum gegönnt. Über kein Thema existieren so viele Variationen als übers Heiraten. Aber noch so künstlich variiert, die uralte Fischgratenmelodie ist nirgends zu verkennen. Das Heiraten ist offenbar keine Kunst, denn es kommt sogar bei den Wüden vor. Und damit uns das recht augenscheinlich wird, heiraten selbst in Europa viele Wüden, wenn sie nur ein schönes Geld haben. Und doch ist es gut, dass es nicht abkommt. Im Mittelalter hat man ein Leben reich an Taten und noch reicher an Untaten, unter anderem auch als Einsiedler abgebüßt. Jetzt hat man bloß die Zweisiedelei des Ehestands, um Jugendtorheiten abzubürsten. Kurios, dass die Natur sich drin gefällt, so ungleiche Geschwisterpaare zu erzeugen, wie zum Beispiel der angenehme Jüngling Schlaf, einem fatalen Bruder den Tod hat, so hat die reizende Zauberin Liebe eine etwas langweilige Schwester, die Ehe. Die Liebe kommt mir vor als wie eine Hausunterhaltung, die sich ganz oft gestaltet. Das sind immer die Schönsten. Der Ehestand hingegen ist alles wie eine Landpartie, wo man sich eine Menge vornimmt, wie unendlich man sich unterhalten will. Da wird meistens nichts draus. Allerhand Verdruss und Rechtsweder sind so wie das Landpartieliche auch das eherständliche Fazit. Bei der Liebe ist das Schöne, man kann aufhören zu lieben, wenn es einen nicht mehr gefreut. Aber bei der Ehe, das Bewusstsein, du musst jetzt allerweil verheiratet sein, schon das bringt einen um. Ich weiß, wie das Ganze entstanden ist. Die Schöpfung hat sich einmal im Dramatischen versucht und hat eine Komödie verfasst, die Liebe. Und das Stück ist heute so gut ausgefallen, allgemeiner Beifall und Andrang. Da hat dann die Suchse-verblendete Schöpfung einen zweiten Teil drauf gemacht. Die Ehe. Und wie es schon geht bei dem zweiten Teil,
Es ist nicht mehr das Interesse. Und wenn man die dramatischen Mittel dieser beiden Teile vergleicht, gerade wie bei gute und matte Komödien, bei der Liebe nur zwei Personen, selbst die noch dabei sein können, sucht man zu vermeiden, ein leichter, gefälliger Dialog, Dekoration, ein Lamm, ein Stirn, ein Strohdach, alles gut genug. Bei der Ehe hingegen, das Personal, eine Frau, ein Stummerl, eine Köchin, ein Bedienter, ein Schmalier oder auch mehrere Schmaliers und Kinder und Statisten, die Frau angoffen, wann sauber ist und die Dekorationen, ein Salon, eine Promenade, ein Ballsaal und die Garderobe und dabei eine schäferige, geschraubte, oft auch sehr ordinäre Sprache. Nein, es ist nichts mit dem zweiten Teil. Ehe ist auf jeden Fall ein Trauerspiel, weil der Held oder die Heldin sterben muss, sonst wird's nicht aus. Übrigens hat die sehr viel von einem Spektakelstück. Denn Spektakel, da eignen sich in diesem Stand gar nicht zum Glauben. Auch Tableaus kommen drin vor. Der Mann kniet hinterm Ofen, die Frau schmacht übers Fenster auf einen hinunter. Das ist ein charmantes Tableau. Dann Gruppierungen. Die Frau steht so, der Mann steht so. Naja, das ist auch eine herrliche Gruppierung. Und dann gibt's auch sehr häufige Gefechte im Ehestand. Einzüge, wie der Mann ins Wirtshaus geht, hält der Liebhaber seinen Einzug ins Haus. Krönungen etc., alles Mögliche, was zu einem guten Spektakelstück gehört. Mein Resonieren über den Ehestand ist etwas fabelhaft, denn es hat sehr viel Fuchs- und Weinbärartiges an sich. Meine Junggesellenschaft ist nicht als staubige Distel auf der rohen Puster des Weiberhasses emporgeschossen. Oh nein, sie ist als düsterer Efeu dem Garten der Liebe entkeimt. Für mich war die Liebe kein buntes Gemälde in heiterer Farbenpracht, sondern eine in der Druckerei des Schicksals verpatzte Lithografie, grau in grau, schwarz in schwarz, dunkel ins schmutzig verwischt. Die pragmatische Geschichte meines Herzens zerfällt in drei miserable Kapitel. Zwecklose Träumereien, abbrennende Versuche und wertlose Triumphe. Der Mensch verfolgt nach einigen Desperationsparoxysmen in eine ruhige Sarkasmus-Languissance, wo man über alles resoniert und andererseits wieder alles akzeptabel findet. Armut ist ohne Zweifel das Schrecklichste. Mir könnt einer 10 Millionen herlegen und sagen, ich soll arm sein dafür, ich nehme es nicht. Und was schaut andererseits beim Reichtum heraus? Auch wieder ein ödes, abgeschmacktes Leben. Wenn einem kleinen Buben nichts fällt und er ist grantig, so gibt man ihm ein paar Bracker und es ist gut. Vielleicht hilft das bei mir auch, aber bei einem Buben in meinem Alter müssten die Schläge vom Schicksal ausgehen. Und von da habe ich nichts zu riskieren. Meine Gelder liegen sicher, meine Häuser sind assekuriert, meine Realitäten sind nicht zum Stöhnen. Ich bin der Einzige in meiner Familie, folglich kann mir kein teurer Angehöriger sterben, außer ich selber und um mich werde ich mir auch nicht die Haare ausreißen, wenn ich einmal weg bin. Jetzt habe ich Tafel gehabt, wenn ihr nur wisst, wie ich bis zu der nächsten Taufe die Zeit verbringe. Mit Liebesabenteuer? Mit Spülen? Das Spülen ist nichts für einen Reichen. Wem's Verlieren nimmer mehr wehtut, dem macht's Gewinner auch keine Freude. Abenteuer? Na, da muss ich lachen. Für einen Reichen existieren keine Liebesabenteuer, das Geld räumt zu leicht
die Hindernisse beiseite. Wir Reichen verdienen's, dass man mit uns Komödie spielt, weil uns unsere Eitelkeit undankbar gegen Reichtum macht. Glauben Sie denn, ein alter Millionist, wenn er aus einer Gesellschaft nach Haus kommt, kniet sich nieder vor seine Obligationen, küsset diese himmlischen Bilder und sagt, euch nur verdank ich's, dass diese Frau auf mich gelächelt, diese Tochter mit mir kokettiert hat, euch nur ihr göttlichen Papiere, dass diese Cousine mich heiraten will. Keine Idee, er stellt sich voll Selbstgefühl vor den Spiegel, findet seine Hühnertritt interessante Markierungen und meint, er ist ein höchst gefährlicher Mann. Mit Recht hat die Nemesis für diesen Undank an den Papieren den Reichen zum Papiertwerden verdammt. Strenge Moralisten sagen, um glücklich zu sein, muss man alle Leidenschaften aus sich verdammen. Dieser Rat ist ungefähr so gut, als wenn man einem, der über enge Stiefel klagt, sagt, er soll sich beide Füße amputieren lassen, damit er keinen Verdruss mehr mit dem Schuster hat. Eigentlich habe ich nur eine Leidenschaft, nämlich die, dass ich gern all meinen Leidenschaften nachhänge. Und stattdem soll ich sie besiegen? Nein, das ist mir ein viel zu trauriger Triumph, wo man selten verdiente Anerkennung hat davon. Denn die Leute sagen von einem Besieger seiner Leidenschaften nie, das war ein starker Geist, sondern sie sagen, der muss schwache Leidenschaften gehabt haben. Mich bringt nichts mehr aus dem Gleichgewicht. Das kann man nie behaupten. Das Leben ist keine unbewohnte Insel. Es gibt schlechte Menschen, die es einem bitter, unerträgliche Menschen, die es einem sauer, langweilige Menschen, die es einem abgeschmackt machen. Die absolute Ruhe existiert nicht. Überhaupt kehrt das unter die Dinge, die von selbst kommen müssen, die man am wenigsten erzweckt, je mehr man darauf hinarbeitet. Aber sagen, von heute an kann nichts mehr meine Ruhe stören, das heißt gewissermaßen das Schicksal herausfordern. Und das ist ein Kampf, wo an keinen Sieg zu denken ist. Mit einem blauen Auge davonkommen ist da schon der höchste Gewinn. Man ist und bleibt schon auf fade Alltagsgenüsse reduziert, die man mit Hilfe der Freundschaft hinunterwirkt. Das ist nur das Schönste. Über Mangel an Freunden darf sich der Reiche nicht beklagen. Freunde habe ich und das, was für Freunde. Den warmen Anteil, den sie nehmen, wenn sie bei mir essen, das heiße Mitgefühl, wenn sie mit mir jetzt gleich einen Punschstusel kriegen und die treue Anhänglichkeit. Und wenn er zum Losbringen wäre, ich bin wirklich ein beneidenswerter Kerl, nur schon, dass ich mich selber gar nicht beneide. Ich verfolge schon wieder in den Verzweiflungston. Macht nichts, es ist eine ganz gutartige, amüsante Desperation, in der ich Tollheit mit Übereilung, Wahnsinn mit Torheit häufe und mir auf diese Art ein angenehmes Alter bereite. Denn das ist ja das Vergnügen der alten Tage, dass man alles besser einsieht, dass man sich einbildet, gescheiter zu sein und dass man sich mit dem Gedanken fobt, wenn ich noch einmal jung werde, jetzt tät ich anders handeln. Dieses Vergnügens beraubte man sich offenbar, wenn man in der Jugend schon gescheit und vernünftig wäre. Also bleiben wir bei dieser zu interessanten Torheiten hinreißenden Verzweiflung, weil es wirklich gar keine so übel Verzweiflung ist. Die Welt ist schön. Es gibt fast lauter Unzufriedene drauf. Das soll von der menschlichen Ungenügsamkeit kommen, nicht wahr ist? Das kommt von der Genügsamkeit, denn wer ist genügsam? Der, welcher mit allem zufrieden ist. Jeder Mensch aber wäre mit allem zufrieden, wenn er alles hat. Weil aber kein Mensch alles hat, darum sind sie alle unzufrieden. Das liegt in der Natur der Sache und geht im Grund keinem Menschen was an. Wie viele Weltverleumder sagen, die Welt tät's, aber es gibt zu viele durch und durch schlechte Menschen drauf.
Dann sagen sie wieder, wenn schön wäre auf der Welt, gäbe es nicht so viel Selbstmörder, die sich's Leben nehmen. Mein Gott, die paar machen's nicht aus. Es gibt weit mehr Selbstmörder, die sich's Leben nicht nehmen. Die sich gerade durch das umbringen, dass sie lang auf der Welt bleiben. Das ist doch ein klarer Beweis, dass ihnen da gefällt. Es war keine dumme Erfindung von den alten Griechen und Römern, dass sie als Grenzfluss ihrer Champs-Élysées den Lethe angenommen haben, aus dem man Vergessenheit trinkt. Wer die Welt nicht vergisst, für den kann's gar keinen Himmel geben. Das ist altgriechische Philosophie, die in 2000 Jahren noch nicht Rokoko geworden ist. Es ist auch ganz natürlich. Was hat sich denn geändert seit der Zeit? In der Form eine Menge, in der Sache blutwenig. Es gibt so viele Ausrottungs- und Vertilgungsmittel und doch ist noch so wenig Übles ausgerottet, so wenig Böses vertilgt auf dieser Welt, dass man deutlich sieht, sie erfinden eine Menge, aber es rechte nicht. Und wir leben doch in der Zeit des Fortschrittes. Der Fortschritt ist halt wie ein neu entdecktes Land. Ein blühendes Kolonialsystem an der Küste, das Innere noch Wildnis, Steppe, Prärie. Überhaupt hat der Fortschritt das an sich, dass er viel größer ausschaut, als er wirklich ist. Wenn die Dummheit nur eine Geistesschwäche wäre, leider ist sie aber eine furchtbare Stärke. Sie ist ein Fels, der unerschüttert dasteht, wenn auch ein Meer von Vernunft ihm seine Wogen an die Stirne schleudert. Leichtsinn wurde schon oft von dem sanften Hauch der Liebe, öfter noch von dem rauen Sturmwind der Erfahrung verscheucht. Selbst das Laster ist nicht selten vor dem Licht der besseren Überzeugung geflohen. Nur die Dummheit hat sich hinter ein festes Bollwerk von Eigensinn verschanzt, pflanzt beim Angriff noch die spitzen Palisaden der Bosheit drauf und steht so unbesiegbar da. Traurig aber wahr ist das Sprichwort, gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.